Hallo und willkommen zu einem neuen Nagelvideo. Und heute zeige ich euch, wie ihr selber künstliche Nägel machen könnt. Und dafür braucht ihr auch eigentlich nicht viele Sachen und jetzt bestimmt ihr zu Hause. So sieht es am Ende dann aus. Ich habe jetzt davor den Finger hier mit gereinigt mit Nagelentferner halt. Ich weiß nicht, wie heißt denn das Ding? Habe ich mir das einmal gereinigt. Dann geht's weiter. Ihr nehmt euch Trommelwirbel, einen Strohhalm. Ja, ihr habt richtig gehört, einen Strohhalm. Und nicht was zu trinken. Nein, nein, daraus werden unsere künstlichen Nägel gemacht. So, ihr schneidet euch die Länge ab. Und ihr sagt nicht, ihr braucht so lange Nägel. Macht das bitte ein bisschen größer, weil ihr müsst es dann noch formen. Deswegen nehme ich mir immer so viel, obwohl ich so lange Nägel wie ich haben will. Dann nehmt ihr euch den und schneidet ihn einmal durch. So. Tada. Dann braucht ihr noch einen Stift. Wo ist jetzt meiner? Ah, hinten. So. Boah. Dann habe ich mir das schon mal davor gemacht. Habe mir nämlich schon eine Schablone gemacht. Ich schneide das einfach halt durch, legt euch das auf den Finger und zeichnet euch die Markierung. Also, ich will jetzt nicht den Mittelfinger zeigen, aber halt nur das hier, diese U-Form. Und dann schneidet ihr es aus und soll es so aussehen. Also so, dann. Ja, dann bräuchte ich einen Nagelkleber. Ich weiß, das hat jetzt bestimmt nicht alle Menschen zu Hause. Aber man kann es auch ganz günstig kaufen, weil er jetzt nur 1 Euro kostet oder so. Also der von Essence hier. Den finde ich mega gut. Und der hat auch so eine Bürste, wie man hier sehen kann. Das ist wie Nagellack. Also finde ich mega gut. Dann ich brauche eine glatte Oberfläche, um den Nagel dahin zu stellen. Das Ding. Ich habe mir jetzt ein Buch genommen. So. Also, er klebt mit dem Nagelkleber euren Nagel. So. Und dann müsst ihr und Ding da drauf legen. Und pressen. Ungefähr, weiß ich jetzt, wie lange so ein Nagelkleber braucht. Aber länger als ein Sekundenkleber. Deswegen da presse ich schon ein bisschen länger auf meinen Nagel. Ich will ja auch, dass es haltet, ne? Dann überlege ich mir schon mal, welche Farbe ich nehmen könnte von meinen Nagellacken. Da habe ich mir schon eine ausgesucht. So. Nehme ich den hier von Trend It Up. Die Farbe 295. Das kann man nicht schlecht sehen. Aber also hier auf der Nagellackflasche steht denn da wie viel? Da steht jetzt gar nichts, wie lange das dauert, aber einfach pressen. Und dann sieht es so aus. Ich weiß, richtig komisch. Aber ich will das so haben wie hier. Und jetzt muss ich das nur noch zurecht schnibbeln. Und ich will auch wieder so eine spitze Form wie hier. Die finde ich ganz hübsch. Schneide mir schon ein bisschen kleiner. Das dauert auch schon echt lange. Und ich mach das. Wenn ich einmal verschneide, dann hast du echt ein Problem.
Weil er sie da gerade zu kriegen ist echt schwierig. Nein, nein, nein. Er klebt sich ab. Was? Du klebst dich ab? Nein, du hast das so gut gehalten. Jetzt, genau jetzt muss ich abkleben. Das kann natürlich auch immer passieren. Deswegen, ja. Müsst ihr ruhig bleiben. Das einfach nochmal neu machen. Wo ist denn das jetzt hier? Da bin ich dran geblieben, hm? So nervig. Auf den neuen. Weiter geht's mit dem Schnibbel. So, das sieht so weit aus. Ein bisschen lang. Nein. Also klebst du dich dann immer wieder ab. Ach Mann. Das wird doch gerade. Ich drücke ihn gerade. Das ist eigentlich auch gut, ganz gut. Warte ich kurz. Ich werde ihn dann noch ein bisschen länger antrocknen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich denke, dass er wieder mal fertig ist.